Willkommen Leute hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute mal wieder 8x1 und ich habe so eine kleine Sache anzusprechen. Und ja, kommen wir auch direkt zum Thema. Und zwar habe ich ja im letzten Video gefragt, was ihr denn so alles gerne sehen wolltet. Und da haben wirklich einige kommentiert. Das hat mich wirklich gefreut. Auf jeden Fall danke schon mal dafür, dass ihr da so fleißig kommentiert habt. Und dazu habe ich mir jetzt auch ein paar Gedanken gemacht. Und zwar, viele haben sich ja CW-Clips auch gewünscht. Und dem Wunsch werde ich natürlich nachkommen. Ich werde also zukünftig CW-Clips hochladen. Und ja, ich gehe das Video jetzt darüber, was ich so in Zukunft alles hochladen werde. Und jetzt unter allem halt die CW-Clips, wie schon gesagt, weil sich das einige gewünscht haben. Dann werde ich auch noch, Moment. So. Dann werde ich auch noch so, muss ich mal mit Vira reden, ob das klar geht und so. Wenn ja, dann werde ich auch noch so CWs hochladen. Mal so komplette Runden. Das haben sich auch ein paar gewünscht. Aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein, mal ab und zu den einen oder anderen CW bei mir hochzuladen. Und ja, unter anderem werde ich jetzt auch probieren, also, was heißt probieren? Ich werde es machen. Challenges hochladen. Dann könntet ihr auch direkt, wenn ihr wollt, Challenges unter das Video schreiben. Die könnte ich dann mal machen. Natürlich können es auch schwere Challenges sein. Müsst jetzt nicht so, was weiß ich, zum Beispiel einfach nur mit dem Stick und einer Pick oder so. Können ruhig auch schwere sein. Das ist alles kein Problem. Und ja, dann werden auch so normale Runden kommen mit Freunden, also mit anderen zusammen. Einfach nochmal Bad Wars mit halt 8x1 so mit alleine und so weiter und so fort. Ich denke mal, ich werde da demnächst auch nochmal an einer schönen Serie oder sowas überlegen, an so einem kleinen Projekt. Und ja, ich weiß nicht, wie das so dann mit anderen Spielmodis aussieht, wie QSG oder sowas. Ich muss ehrlich zugeben, in QSG bin ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber in QSG bin ich irgendwie schlecht. Ich habe keine Ahnung, weshalb ich in QSG so schlecht bin, aber ich bin halt einfach scheiße in QSG. Ich bin auch schon irgendwie am Jittern üben und alles, damit ich mehr Clickspeed habe, weil ich habe im Moment nur 6er bis 7er Clickspeed, aber ich habe keine Ahnung. Ich krieg's einfach nicht hin mit dem Jittern, weil wenn ich jitter, oh lol, veraim ich einfach so krass, dass ich überhaupt kaum aimen kann. Wenn ein Gegner um mich rumläuft oder so, da ist sowieso Endstation dann. Das krieg ich überhaupt nicht gebacken. Okay, dann gehen wir dem direkt hinterher. Damit er kein Gold wirklich saven kann. Ach, fuck, scheiße, Mann. Ja, egal. Okay, hat er ja Gold gesaved. Who cares, ja? Ist ja scheißegal. Reißen wir auch so noch das Ding. Müssen wir jetzt so zusehen, dass wir jetzt auch in die Mitte kommen. Okay, muss ich mich jetzt mal hier fast so... Lol. Dass wir jetzt einfach nur mal schnell in die Mitte kommen, dann warp ich mich instant back, damit ich auch ein bisschen Gold habe. Und ja, ich glaube, ich habe eigentlich sogar alles erwähnt, was dann so in Zukunft kommen wird. Was mit anderen Spielen und so aussieht, muss ich mal schauen. Denke ich, lässt sich aber auch einrichten, aber das hat sich jetzt keiner gewünscht. Außer einer, der wollte, glaube ich, Rocket League gerne sehen, ja. Kann ich aber alles machen, das ist alles kein Problem. Ich werde es ja dann sehen, wie euch das gefällt und so. Also was mir aufgefallen ist, auch in letzter Zeit, wie einfach die Klicks und alles. Das ist wirklich Hammer, Alter. Das ist, ohne Witz, das ist so Hammer, wie gerade im Moment die Klicks abgehen und sowas. Das freut mich wirklich mega. Und da freut man sich echt, wenn man dann immer drauf schaut und sieht, immer mehr Klicks und alles. Und das ist einfach, ja, das ist einfach geil. Dann macht es auch wirklich Spaß, die ganze Sache, und da macht man das auch wirklich gerne und ja, macht schon Spaß. Und auch Duck Gang und alles, Leute, ihr wisst ja, ihr werdet das neue News-Video sehen, das bald kommen wird, das haben wir gestern aufgenommen. Ich war ja, Testphase war ich ja jetzt in der Duck Gang eine Woche. Gestern habe ich mein Ergebnis mitgeteilt bekommen und ich wurde angenommen, sprich, ich bin jetzt in der Duck Gang komplett drin, so Testphase vorbei, alles überstanden. Habe ich mich auf jeden Fall wirklich gefreut. Duck Gang ist wirklich... Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie geil dieser Clan ist. Wie geil das da alles ist. Alle Member, wie geil die alle drauf sind. Es macht wirklich Spaß, da immer im TS zu sein. Und oh, das ist wirklich geil. Ah, ein Warpoder könnten wir noch mitnehmen. Da haben wir auch schon nur noch 3 Teams. Oh, ich habe ja jetzt noch nicht so viel gemacht in der Runde. Aber es passiert halt schon mal. Ich weiß auch nicht, warum ich mir einen Zweierbogen gemacht habe. War alles so ein Gedanken. Ja gut. Eieiei. Nice. Als ob der eine Rettungsplattform hat. Och, nee.
Du, hör mal. Ich bin Whip. Das war so blöd. Egal. Den kriegen wir nur irgendwie. Ja, der warpt sich auch schon wieder zurück. Ach, das ist doch langweilig. Was haben wir noch? Okay. Yo, was hat der für einen Bogen? What the fuck? Der drückt auf jeden Fall ganz gut Damage. Der hat, glaube ich, auch einen Zweierbogen. Auf jeden Fall hatte der da ganz Glück, dass er eine Rettungsplattform hatte. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ich will mir noch eine neue Maus kaufen. Ich weiß aber noch nicht, was für eine, weil meine Rocket Tine, ich habe jetzt halt eine Rocket Tine, die ist schon irgendwie so ein bisschen ausgelutscht. Das Mausrad ist irgendwie schon so ein bisschen kaputt und alles. Das ist nicht mehr so geil, mit der zu zocken. Ja, I don't know. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Mäuse empfehlen. Könnt ihr auch drunter schreiben, was ihr mir so für eine Maus empfehlen wollt. Budget ist eigentlich egal. Es kann eine 30-Euro Maus sein, es kann auch eine 150-Euro Maus sein. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich will mal gucken, was ihr so empfehlen würdet für Mäuse. Ich bin überlegen, mir die Anker-Maus dazu kaufen, die Jus und Vira auch haben. Die soll ganz fresh sein. Muss ich mal schauen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den jetzt nochmal kriegen. Da müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen. So, dann machen wir jetzt erstmal die beste Brust. Dann machen wir jetzt einfach mal einen Bogen. Das lassen wir. Ne, oh. Warpholder noch. Es tut mir leid, ich bin gerade in der Aufnahme. Ich kann jetzt leider nicht in deine Party gehen. Ach, komm, ey. Aber der Typ hat nicht so geiles Aim, deswegen können wir da eigentlich drauf gehen. Okay. Fuzzi 3000. Lol. Hat der kein Knockback? Oder leckt der gerade nur? Hey, hat der Knockback ausgestellt, der Arsch? Weil vorhin hatte der noch Knockback, das weiß ich. Da haben wir den ja noch runtergeschossen, dann hat er noch seine Rettungsplattform benutzt. Aber gerade hatte der gar nichts, lol. Oder sah das nur so aus? Habe ich den gegen Baum geschossen oder so? Ich weiß jetzt nicht. Keine Ahnung. Das war jetzt auf jeden Fall ziemlich komisch, muss ich sagen. Obwohl, ich weiß nicht, ich hoffe mal, der hat nicht noch einen Bogen irgendwie in Reserve oder so. Weil dann können wir da jetzt auch einfach mal drauf gehen. Ja, kannst du mal ein bisschen schneller bauen? Oh, schießt zu hoch. Das ist meine erste Runde. Muss mir erstmal hier ein bisschen einschießen. Wenn er jetzt noch einen Bogen hat, dann heul ich. Okay, nein. Oh, er hat noch einen. Ja, gut. Boah, ich muss hier aufpassen. Ich lebe hier gefährlich. Ach lol. Was macht der andere da? No Wiz, no Fun, oder wie war das? Okay. Mal kurz gucken. Was der für Kombos gegeben hat, Alter. Okay. Den haben wir auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es mit dem Baggerlugen da machen. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall erstmal ein Eisenschwert und zwei Rettungsplattformen. Da sind sie. Ich brauche noch ein paar Cobwebs. Okay, so. Oh.
Blöcke werden auch eng. Und dann bauen wir uns jetzt einfach mal da so hin. So. Was ist der für ein... Okay, der ist Team Türkis. Dürfen wir eigentlich bekommen. Ah, Mist. Ja, okay. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Auf jeden Fall haben wir den. Schon mal sein Bett. Ich denke mal, das dürfte dann auch eigentlich gewesen sein, wenn ich sein Bett habe. Ich denke mal, der kann dann jetzt nicht großartig noch irgendwas machen. Außer der wird mich jetzt komplett oder so. Das glaube ich auch nicht. Wo ist er? Okay, ja, jetzt dürfen wir den eigentlich haben. Och, blöder Baum. Ah, eine kleine Verfolgungsjagd, ja, auch mal lustig, wohl. Ach ja. Got him. Okay, nice. Ja, das war's dann auch schon mit der Runde. Also Leute, nicht vergessen, über die angesprochenen Themen in die Kommentare zu schreiben. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.